Das unverwechselbare Knotenbild und die einfache Herstellung machen den Achterknoten zum Einseilknoten Nummer 1. Wir verwenden ihn sowohl auf Hochtouren als auch beim Sportklettern oder beim Alpinklettern. Da sich der Achterknoten bei Belastung stark zusammenzieht, achten wir beim Knüpfen auf ein sauberes Knotenbild. Und so geht's. Um einen einfachen Achterknoten zu knüpfen, beginnen wir ca. 50 cm vom Seilende entfernt und bilden dort ein Auge. Nun führen wir das Seilende einmal zur Gänze um das Auge herum und stecken es von vorne durch. Das markante Knotenbild in Form einer 8 ist nun sichtbar. Im Anschluss ziehen wir beide Enden fest, um den Knoten zu fixieren. Im Bergsport wird der einfache Achterknoten zum Abbinden der Seilenden beim Abseilen verwendet. Damit soll ein Absturz aufgrund des Übersehens der Seilenden verhindert werden. Die Umsetzung dieser Standardmaßnahme ist einfach. Wir knüpfen in jedes der beiden Seilenden einen einfachen Achterknoten und achten darauf, dass die Seilenden mindestens 50 cm lang sind. Der gesteckte Achterknoten als Anseilknoten wird immer dann verwendet, wenn man sich direkt in den Klettergurt einbinden möchte. Zur Herstellung messen wir ca. eine Armlänge vom Seilende und knüpfen zuerst einen einfachen Achterknoten, der noch nicht festgezogen wird. Stattdessen führen wir das Seilende durch die beiden Anseilpunkte am Klettergurt. Ob von unten oder oben beginnend, spielt keine Rolle, und führen dann das Seilende parallel zu den Windungen des bereits bestehenden Knotens zurück, bis jede Seilwindung im Knoten doppelt gelegt ist. Der Seilüberstand soll mindestens eine Handbreite betragen. Beim Alpin- und Sportklettern zählt der gesteckte Achterknoten zum beliebtesten Anseilknoten. Einfach in der Herstellung kann er vom Sicherungspartner verlässlich kontrolliert werden, da ein Fehler sofort ins Auge springt. Beim Alpinklettern mit zwei Halb- oder Zwillingsseilen wird jeder Seilstrang mit einem gesteckten Achterknoten eingebunden, einer links, einer rechts vom Anseilring. Zum Herstellen einer Achterschlinge wird der Achterknoten gelegt. Dazu doppeln wir den Seilstrang, sodass eine Schlinge mit etwa 50 cm Länge entsteht. Im Anschluss bilden wir mit beiden Seilsträngen ein Auge. Umrunden dieses vollständig und führen die Seilschlinge durch das Auge. Das markante Knotenbild in Form einer 8 ist wieder erkennbar. Beim Fixieren des Knotens achten wir darauf, dass wieder alle vier auslaufenden Seilstränge einzeln angezogen werden. In der Gletscherseilschaft, die aus bis zu 7 Personen bestehen kann, verwenden wir die Achterschlinge zum Einbinden. Das ist einfacher und bringt zudem den Vorteil, dass man sich rasch aus der Seilschaft lösen kann, zum Beispiel um eine Spaltenbergung durchzuführen. Beim Herstellen der Achterschlinge achten wir auf einen kleinen Durchmesser, um den Knoten möglichst nahe am Klettergurt zu halten. Die Verbindung der Achterschlinge mit dem Klettergurt erfolgt mit einem 3-Wege-Verschlusskarabiner oder mit 2 Schraubkarabinern, die gegengleich eingehängt werden.